Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Primal. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Eddie. Und ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. Okay, hier hinten an dem Sumpf. Was haben wir denn alles am Start? Okay, wir haben aber noch 7 Schuss für die 700. Oh, die haben wir zweimal. Fernglas haben wir keins. Dann tun wir hier mal auf die 5. So ein Drop-Pot. Warte, ich muss mal schnell durchladen alles. Ich bin gerade ganz frisch rein ins Spiel. Was wir so alles vor die Flinte kriegen. Ich weiß nicht, wenn in letzter Zeit in meinen Videos der Ton mal zu krass ist oder mal zu leise oder irgend sowas. Ich bin da gerade immer noch ein bisschen am rumprobieren. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen neue Hardware zugelegt. Da sind so Programme dabei, die den Sound verbessern und. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ja, da ist halt ein so ein Programm dabei, das soll den Spielesound verbessern. Okay, das hört sich dann bei mir auf den Kopfhörern auch deutlich lauter und kräftiger und so an. Aber ich habe festgestellt, das verändert dann auch mein Mikrofon. Das hört sich dann sehr blechern an. Und irgendwie komisch. Und jetzt habe ich mal diese Game Sound Option da einfach mal ausgeschalten. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich weiß gerade, wie ich verwundert, was das hier für ein Baum ist. Das sah jetzt hier von da so komisch aus. Ich glaube, in einer Folge, weil gerade hier Gewitter ist, da war auch das Gewitter so extrem laut und das hat ja gescheppert. Ich meine, so schon laut genug, aber. Also, das ist dieses kleine Sumpfloch da. Da müssen wir mal ganz kurz auf. Schau ich nochmal auf die Karte. Ich glaube, das ist so ein Loch. Wo wollen wir denn hin? Ja, wir könnten durch den Sumpf gehen. Auf der anderen Seite. Durch das Wasser hier, durch diesen Art Fjord. Naja, Fjord kann man nicht ganz sagen, aber halt diesen Art Flusstal hier, das was hier reingeht. Und dann dieses Tal reingehen, wo diese vielen Uteratoren sind. Machen. Hier gehen wir runter, mal quer durch den. Kann ich hier überhaupt gefahrlos runter oder stürze ich da? Ich bin immer ein bisschen schräg. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir wollen ja hier nicht an einem Fallschaden sterben. Nicht gefallen. Was habe ich denn für Munition drin? Okay. Ja, ich muss mich hier gerade wieder ein bisschen unter. Ist schlimm, wenn man sich das nicht für alle Spiele gleich einstellt. Wie gesagt, ich lasse das eigentlich immer auf der Standardeinstellung. Ich
Ich weiß zwar nicht warum, aber schön hier. Oh, da hinten, guck mal. Utah. Okay, flackert natürlich wieder, warum auch nicht? Oh. Guck mal, da hinten ein Utah von wegen. Kann ich hier nicht hoch? Doch. So. Jungs, nicht weglaufen. Ich hätte die jetzt ganz gern von hier. Aufs Korn genommen. Dass sogar in der entfernten Stufe das so blöd flackert. Ist schon irgendwie ärgerlich. Hinten ist der. Soll ich mal versuchen von der Entfernung. Jetzt zwar bloß, aber der latscht immer hin und her und hin und her. Ich warte mal, vielleicht kommt er noch raus. Vielleicht kommt er ein Stück hier vor. Der latscht einfach im Kreis. Sehr wahrscheinlich hat er eine Haselnuss gefunden, hätte ich jetzt fast gesagt, und schnüffelt immer am Boden im Kreis. Blödes Beispiel. Wir könnten mal, ich kann sie mal versuchen. Mit der Munition. Hier unten mit die. Es regnet jetzt wieder. Gehen wir rüber und schauen mal, ob wir die kriegen. Die zwei. Irgendwie habe ich die jetzt aus den Augen verloren. Da vorne scheint die Sonne. Stehen Sie. Oh. Ich wollte die eigentlich hier oben umgehen, dass ich die ein bisschen von vorne kriege.
Da würde ich am liebsten auch gerne mal immer so draufklopfen. Auf das Visier. Kurz rüber. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, ich habe den irgendwie aus den Augen verloren. Ist der gleich umgefallen? Na sowas. Wo ist denn sein Kamerad? Haben wir hier ein Nest? Schau mal. Damit die Population nicht komplett ausstirbt, aber die haben irgendwie mit Brüten haben sie es nicht so, gell? Die legen die einfach hier so hin, lassen die hier schon mal, wie schaut cool aus, wie das wie der Farn quasi diese Eier hier so umschmeichelt. Ja? Ich nehme mal die Knarre. Jetzt da näher rangehen, da wird der andere sich gleich von hinten irgendwo anschleichen, lautlos. Da sind die ja mittlerweile Meister drin, die Jungs. Schick. Schau mal das Auge an. Haben sie schön gemacht. Oder sind Kisten. Da gehen wir mal hin. Eine ist da oben. Die nehme ich mit. Weil wir haben ja relativ. Wir hatten gut Munition am Start. Aber wir haben natürlich auch viel rumgeballert in den letzten Folgen. Und ich will es nicht verschreien, aber ich bin nicht mehr gestorben. Und deshalb hatte ich auch keine Munition mehr gekauft. Und somit müssen wir halt aufpassen, dass man nicht irgendwann keine Munition mehr haben soll. Sehr ärgerlich. Velociraptoren, höre ich hier die. Versuchen wir auch gleich mal aufzusuchen. Aber erst gehen wir zu der Kiste, dann gehen wir zu den Velos und dann gehen wir zu der nächsten Kiste. So der Plan. Da hinten am Baum liegt die Kiste. Sausen wir geschwind hin. Ich lege mal Turbogang ein, dann bleiben wir gleich stehen. Wollte gerade sagen, die war doch da gerade. Das nehmen wir mal mit, sollen wir die Pfeile herkommen. Ja, können die ja schleppen, dann nehmen wir sie mit. Ich will immer das Inventar schließen mit. Mit der falschen Taste will ich immer das Inventar schließen. Ja, weil ich gerade in letzter Zeit ein bisschen Battleground gezockt habe und da kann man das eben mit I oder mit dem Tabulator öffnen. Ja, und dann ist man halt schnell verleitet, hier die falsche Taste zu benutzen. Das gleiche ist natürlich wieder mit hinhocken und so weiter. Da wieder anders wie hier. Und ich komme dann jedenfalls mal ab und zu durcheinander.
mir auch zum Verhängnis werden kann, natürlich. Wo sind denn deine Kameraden? Der da. Nehmen wir gleich mal mit. Kiste. Diese Richtung. Der andere ist irgendwo da unten und links von mir. Naja, die werden schon ankommen. Wenn ich hier einfach so durchlatsch. Oder? Na, kommt mit. Bis zur Kiste. Ist nicht mehr weit. Naja, ihr seid sehr gut zu Fuß. Man sieht ihn kaum. Oh. Mit dem hohen Gras sieht man sie kaum. Schlaues Kerlchen. Vielleicht wird er mich. Anspringen, wollte ich sagen. Entschuldigung. Jetzt kommt der nächste, pass auf. Boah. Der hat mich angenagt. Hast gesehen? So von hinten, drum heißen die Wadelbeißer. Zack, mal schnell in die Wade gebissen. Da kennen die nix. Die Jungs. Wo ist die Kiste? Diese Richtung. Hallo? Noch einer. Den ist fast übersehen. Jetzt höre ich gerade keinen mehr. Das alle waren. Auch im Baum. Na, die nehmen wir mit, die Munition. Low. Low brauchen wir eigentlich nicht, aber pass mal auf. Machen wir folgendes. Ich tue den mal hin, weil ich habe doch gerade hier ein bisschen Leben verloren. Das füllen wir doch gerade mit dem auf. Oder? Und dann packen wir hier wieder diese Medium drauf, zuerst mal. Das können wir dann bei Gelegenheit. Aua! Bei Gelegenheit ändern. Warum lädt der nach? Muss ich hier auch nachladen? Nee. Achso. Weil ich da drei Schuss drauf gesteckt habe. Sind wir da, wie ich wollte doch nach da. Hier ist wenig los. Hier am Strand. Das bringt jetzt nichts, hier ewig am Strand entlang zu latschen oder so. Ich glaube, da machen wir uns keinen. Wo es schön ist hier. Aber das Einzige, was ich tun kann, ich habe Steine. Ich würde sagen, ein paar Steine könnte ich sammeln. Aber ich habe schon die Hosentaschen voll. Und deshalb. Lassen wir das einfach mal. Jetzt passt mal auf, wir machen folgendes. Weil wir hier gerade so schön stehen, würde ich vorschlagen, ich stelle mich mal hier hoch. Wenn das geht.
Das geht natürlich hier nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich einfach so hoch hätte können über den Ast. Wenn ich hier reinfalle, ich würde gerne mal reinspringen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich traue mich nicht. So, ich bleibe mal hier im Regen am Strand einfach so stehen und verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und ja, verbleibt wie immer, euer Eddie und danke fürs Zuschauen.